Willkommen zurück, Reisende. Wir sind in Soulstone Survivors. Heute schauen wir uns mal der Herr der Hunde an. Weniger Gesundheit, hat mehr Schaden, weniger Bewegung, erhält mehr Gesundheit pro Kristall und höheren Bereich hat er. Hat scheinbar auch einen Hund dabei. Sonst wäre der Name ja irreführend. Tun wir ein paar Runen rein. Gucken wir mal, was wir hier so haben. 15 weniger Schaden nehmen wir mit. Ja, da wir die noch nicht gespielt haben, fraglich jetzt. Mehr Schaden, wenn wir Leben verlieren. Dann nehmen wir noch Mehrfachzauber mit. So, wir spielen auf Fluchstufe 3, würde ich sagen. Ist ja das erste Mal, dass wir den spielen. Wollen uns den ja mal angucken. Oh, 300 haben wir. Okay. Dann gehen wir mal wie immer in der Ecke. Also wir haben auch direkt den zweiten Zauber, Bombardement. Aber warte, hier unten waren ja das mit den Bäumen. Das ist auf der Karte ja gar nicht so gut. Das machen wir lieber oben in der Ecke. So, stellen wir uns hier hin. Dann können wir bestimmt noch mehr Hunde bekommen irgendwie. Mal sehen, was der für Fähigkeiten mit sich bringt. Dann erhöhen wir erstmal die Blockkraft. Jetzt haben wir Elite. Gucken. So, also, er hat ja hier Mörser und Bombardement. Aber nehmen wir Bombenregen. Das passt ja dann am besten, würde ich sagen. Aber wir kassieren mit dem auch ordentlich Schaden. Nehmen wir Mehrfachwirkung. Weil die Hunde könnten ja ruhig mal die Elite töten. So, Mehrfachwirkung. So, jetzt haben wir hier neue Fähigkeiten. Explosiver Schuss. Feuert einen explosiven Schuss in Richtung du zielst, verursacht 350 Schaden und Schwäche. Napalmknall. Feuert einen Feuerstrahl in einem Kegel vor dir ab, der 56 Schaden verursacht, Schmelzen bewirkt. Schmelzen reduziert die Rüstung um 12 und verursacht 560 Schaden. Nehmen wir das mal. Dann nehmen wir gnadenlos mit. Aber wir haben noch nichts bekommen für die Hunde. Vielleicht gibt es auch gar nichts. Werden wir ja noch sehen. Dann nehmen wir mal einen Kettenblitz mit. Der ist ja immer gut. Erhöhen wir ein bisschen den Schaden. Oh. Okay. Was nehmen wir jetzt? Nehmen wir mal das. Schön alles einsammeln. Wir haben ja schon Hunde, ob da dann vielleicht Golem Gutes? Können wir ja mal testen. Wenn die denn wenigstens auch auf das zielen würden, auf das sie sollen.
Die sind ja dafür da, uns zu beschützen. Also fraglich, ob wir es jetzt dann schon schaffen, einen Boss zu töten. Oh, das werden wir jetzt direkt sehen. Mörserschuss, Bombardement, Bombenregen und Kettenblitz wird erhöht. Oh, hier gibt es noch Splitterschuss. Feuert 8 Projektile in die Richtung, in die du zielst. Okay. Ja, würde unser Golem jetzt auch mal und unsere Hunde machen, was sie sollen? Wäre das schon mal gut. So, einer ist tot, der andere ist auch tot. Also, Mörser erhöhen oder Bombardement? Was ist denn besser? Machen wir Bombardement. Oh, Splitterschuss gibt es noch. Fährt einen Chaosblitz in die Richtung, in die du zielst. Durchbohrt Feinde in einer Reihe. Verursacht 375 Schaden. Beim Aufprall werden zwei sekundäre Bolzen freigesetzt, die jeweils weitere 225 Schaden anrichten. Das hört sich ja auch gut an. Alle 4,5 Sekunden. Ha. Ja, wir lassen das erstmal momentan so. Ah, da sind unsere Golems. Ah, der andere steht hier hinten rum. Ja, dann erhöhen wir mal einmal die Golems. Aber wir selber machen gar nicht so viel Schaden. Eher unsere Begleiter. Aber wenn sie den hier töten, so, dann verschwinden auch die roten Flächen. Dann können wir hier ein bisschen einsammeln. Ja, wir machen einmal uns ein bisschen schneller. Nehmen das einmal. Aber wir kriegen unsere Fähigkeiten schon wieder nicht aufgelevelt. Explosiver Schuss. Feuert einen explosiven Schuss in die Richtung, in die du zielst. 375 Schaden und Schwäche. Okay. Aber hier ganz viele Sachen, die wir einsammeln müssen. Weil wir sollten uns vielleicht noch etwas schneller machen. So, alles schön einsammeln. Mal die Blockkraft erhöhen. Also die Begleiter machen gut was weg. Wir müssen jetzt nur dann immer noch hinkommen zum Einsammeln. Ah, da direkt Bosse. Und so ist auch nicht die Aufmerksamkeit auf uns gerichtet. Das ist sehr gut. Oh Gott, bin voll reingesprungen. Uiuiui. Ah, waren jetzt aber sehr viele Flächen. Oh, machen wir das. So, der zweite will irgendwie nicht sterben. Ah, jetzt ist er tot, okay. Splitterschuss, den haben wir uns, glaube ich, schon durchgelesen.
So, nehmen wir ein bisschen das mit. Ah, unsere Begleiter sind echt ganz schön weit zerstreut. Und fraglich, ob unsere Hunde noch leben. Ja, die leben noch. Wir brauchen unbedingt auch einen Magneten. Was geht denn jetzt ab hier? Oh, nehmen wir mal für die Golems. Also den Herr der Hunde spielt man dann wohl mit Begleitern oder mit viel Plus-Sachen. Wir hoffen, dass wir das hier auch auf Fluch 3 halbwegs hinbekommen. Weil ich glaube, 4 hätten wir nicht geschafft, da es ja der erste Versuch ist. Ah, Balustrade aufbauen. Baut an deiner Position für 25 Sekunden eine Balustrade, die schnell Bolzen auf nahestehende Feinde ab. Feuert 180 Schaden verursacht. Es können maximal 4 Stück gleichzeitig stehen. Cool. Ha, und das Ding ist also auch daueraktiv, weil 25 Sekunden schießt es. Hat einen Cooldown von 11 Sekunden. Wir nehmen aber mal das. Mal generell den Schaden von allem erhöhen. Aber wir müssen Magnet und schneller, unbedingt. So, der ist tot. Wo ist der andere denn? Hm. Tja, keine Ahnung, wo ist der andere? Ah, da ist er. Ja, den greifen sie natürlich nicht an. Weil warum auch? Tödliche Wirkung. Also irgendwie sterben unsere Golems auch ganz schön schnell. Ach ne, die stehen aber hier unten. Oh, Block ein bisschen erhöhen. Ah cool, waren doch alle tot. Die halten nicht viel aus. Aber wir machen schon guten Bereich, decken wir ab mit unseren Fähigkeiten. Wir machen nur halt noch nicht genug Schaden. Weil man sieht ja gut die Kreise, wo wir hinschießen. Da ist ein Boss aufgetaucht. Ja, nehmen wir das mal. Jetzt sind natürlich unsere Golems wieder sonst wo. Oh ne, da ist schon wieder der Drehkreisel-Typi. Das ist der schlimmste Boss. Oh, sind beide tot. Das ging ja jetzt ganz einfach. Wieder einsammeln hier ein bisschen. Also unsere Golems sammeln aber auch diese Flächen auf dem Boden. Da nehmen wir mal ein bisschen schneller. Mal gucken, dass wir ein bisschen hier oben weiter stehen bleiben. So, alles einsammeln. Ja,
Also die Einsammelreichweite ist noch nicht sehr gut. Also Golems und Hunde sind wohl gut dann. Die Hunde haben wir automatisch. Da brauchen wir auch keine Fähigkeit für, so wie es scheint. Weil wurde bis jetzt ja auch keine andere vorgeschlagen dafür. War ganz schön voll hier. Och nee. Oh, wir sind einmal gestorben. Weil wer weiß, wo unsere Golems schon wieder abgeblieben sind. Ah, 10 Minuten, 10 haben wir gebraucht. Donnerschlag. Verursachen wir überhaupt Blut? Ja. So. Können wir ja mal gucken, dass wir den vielleicht noch ein bisschen leveln. Ich weiß jetzt nicht. Also jetzt hier in-game haben wir 54. Welches Level wir haben, wenn wir rausgehen? Ah, wir haben schon Stufe 3. Probieren wir dann Overlord oder unendlich? Ja, Overlord ist schwerer, machen wir das. Für mehr Erfahrungspunkte. So, in eine Ecke. Jetzt müssen nur unsere Golems und alles mal hierher kommen. Aber die wollen nicht. Ja, die bauen uns hier eine Mauer. Also es dauert ganz schön lange, bis sie sterben. Oh, ein Magnet. Oh, jetzt sind sie hier. Aber wo sind die Hunde? Ah, da ist einer. Die anderen werden die bestimmt auch irgendwo rumtoren. So. Dann machen wir uns noch ein klein bisschen schneller wegen den Bossen. Das Gute ist ja, jedes Mal bei einem neuen Zyklus, also wenn wir gewinnen, haben wir wieder volles Leben. So, nehmen einmal den. Stapel vom Gift. Wir haben ja gar kein Gift. So, jetzt haben wir drei Bosse. Oh, einer steht natürlich genau hinter mir. Ja, krass, wir machen gar keinen Schaden an den Bossen. Also ich mache durchgehend auf dem Boden Fähigkeiten. Aber glaubt man nicht, dass wir den Bossen Schaden zufügen. Oh, nehmen wir das. Oha, da habe ich aber kassiert. Aber das einmal. Ja, unsere Golems sind halt damit beschäftigt, alles andere zu töten.
Mehrfachwirkung, Kettenblitz. Also die will aber partout nicht drauf gehen, wa? Geht doch. So. Boah, nehmen wir mal ein bisschen Gesundheit. So, ein bisschen da oben hin zielen. Da stehen schon wieder diese Elite-Gegner. Also, das ist angenehm zu spielen. Und cool, dass wir mal so mit Golems und noch Hunden dabei haben. Ah, hier, die sammeln sich alle in einer Ecke. Also ich verstärke unsere Golems und die sterben trotzdem in einer Tour. Und Magnet ist auch sehr gut, nicht nur für die Sammelreichweite, sondern auch der Erfahrungsgewinn ist ein bisschen schneller. Das ist ja dann auch sehr gut. Oh, da ist ein Heilkristall. Lass mal mitnehmen. Warum stehen die eigentlich alle hier an der Wand? Ja, nehmen wir mal expansiv. Nein, oh, Wand. Super, da bleibt man einmal an einer blöden Wand hängen, geht man direkt da drauf. Das Doofe ist, die Fähigkeiten sammeln sich bei unseren Golems. Da muss man ab und zu nun durch. Ja, tot. Okay. Und? Null. Stufe 9 geschafft. Bei Stufe 10 hätten wir ihm direkt noch seine Waffe bauen können. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Wir haben es geschafft. Such Stufe 3. Und sind auch noch Overlord so zur Hälfte durch gewesen. Also immerhin. Und war ja auch wieder nur der erste Versuch. Das Doofe ist, wir wissen jetzt nicht, was wir sammeln müssen. Sonst hätte man das direkt dann noch mit einbearbeiten können. Gut, ich hoffe, euch gefällt der Charakter auch. Gerne abonnieren, liken. Oh, wir haben was freigeschaltet. Schwächungsgranate hätten wir jetzt auch noch zur Verfügung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns den nächsten Charakter angucken. Bis dann.